Man kann wohl ohne Übertreibung sagen, dass wir heute vor allem zu Handelsbeginn an der Wall Street eine Art Panik erlebt haben, zumindest einen Anflug von Panik, denn gleich zu Handelsbeginn, da ging es saftig nach unten für die US-Aktienmärkte. Was war da los? Warum ist das so? Naja, man könnte sagen, man erlebt gerade eine Flucht in die Sicherheit, denn dieses Narrativ, wir haben einen Boom vor uns, die Nachfrage wird hoch bleiben, alles ist schick, dieses Narrativ ist zumindest angekratzt. Es ist noch nicht tot, aber es ist eben ein Stück weit angekratzt. Was da passiert, das wollen wir uns in diesem etwas kürzeren Marktgeflüster heute mal anschauen. Futures Yields Plunge amid Global Slowdown Panic. So der Titel heute eines Artikels, China Tech Route. Also es ist die plötzliche Verunsicherung in Sachen Wachstum, nachdem wir die Delta-Variante auf dem Vormarsch sehen. Und die Sorge ist, hey, diese ganzen optimistischen Erwartungen in Sachen einer boomenden Wirtschaft, die sind vielleicht ein bisschen überzogen. Und dadurch, dass alle derzeit im selben Boot sitzen, lange auf den Reflationstrade, auf Value gesetzt hatten, zuletzt hat man dann wieder rotiert, ist in Tech gegangen, sehen wir heute, dass die Anleiherenditen fallen, aber der Nasdaq trotzdem fällt, sogar etwas stärker zuletzt jetzt unter Druck gekommen ist. Es sind also nicht mehr die Tech-Werte, die Deflationsassets, die die ganze Geschichte rausreißen. Es sind nicht mehr die großen Aktien wie Apple, wie Amazon, die das Ganze retten. Und das ist heute vielleicht das eigentliche Thema, eine Art Flucht in die Sicherheit, in die Staatsanleihen. Noch ist nicht entschieden, ob all diese Sorgen wirklich berechtigt sind, aber wir haben eben diese Panik gesehen, gerade zur Handelseröffnung. Es gibt ja an der Wall Street sogenannten Uptick, also Aktien, die steigen, und Downtick, Aktien, die fallen. Und wir hatten jetzt den viertgrößten Downtick in der Geschichte, also die Relation zwischen fallenden Aktien, steigenden Aktien zu Handelseröffnung. Und da ging es saftig nach unten erstmal für die allermeisten Aktien. Das ist der viertgrößte Downtick, den wir jetzt seit 31 Jahren haben. Also das ist schon was. Da gab es offenkundig die Bereitschaft, den Willen rauszugehen, schnell nochmal vielleicht Gewinne zu sichern, bevor sie flöten gehen. Jetzt sagt hier Makrocharts etwa, naja, passt auf, das ist in der Vergangenheit jetzt eigentlich sogar ein gutes Zeichen gewesen, wenn da so ein bisschen ein Sell-Off passiert, der wirklich dann die Stops zieht, der alle rausspült oder viele rausspült. Das ist doch eigentlich eine ganz gesunde Geschichte. Und er zeigt anhand dieses Charts, den Sie hier sehen, dass das eben in der Vergangenheit vielleicht sogar gute Kaufgelegenheiten waren. Diesmal auch, Fragezeichen, wir wissen es noch nicht, aber wir wissen, dass wir natürlich jetzt eine Rallye gesehen haben an der Wall Street mit dem S&P 500 auf neuen Allzeithochs, mit dem Nasdaq auf neuen Allzeithochs, aber schon in den letzten Tagen etwa waren viele Value-Werte, etwa im Russell 2000, in diesem Nebenwerteindex, nicht mehr wirklich gestiegen. Wir sehen auch im S&P 500, der hat ein Allzeithoch erreicht, obwohl wenige Aktien oder die geringste Anzahl an Aktien über ihrem 50-Tages-Durchschnitt handelt, wenn der S&P 500 auf einem Allzeithoch ist, seit 1999, also seit der Dotcom-Blase. Es waren, wie gesagt, die wenigen großen Schwergewichte, die das Ganze gezogen haben, Apple, Amazon, Microsoft, man kann die Aufzählung noch vervollständigen, aber diese Top 10 Aktien, also die Schwergewichte, die sind natürlich inzwischen nicht mehr ganz billig. Die haben eine Price-Earnings-Ratio aktuell von 30. Der Durchschnitt liegt bei knapp unter 20. Man ist also 153% über dem Durchschnitt. Okay, wir sehen, dass die anderen Aktien im S&P 500 durchschnittlich eigentlich 15,6 Price-Earnings-Ratio haben, also Kurs-Gewinn-Verhältnis, derzeit 18,9, also gar nicht so viel zu teuer, könnte man sagen, nur 121%, während der S&P 500 jetzt durchschnittlich ein KGV hat von 21,5. Der Durchschnitt liegt bei 16,3, 132% über dem Durchschnitt. Aber wenn jetzt diese Wachstumssorgen berechtigt wären, und ich stelle das ausdrücklich nicht als Tatsache dar, sondern zunächst mal als Hinterfragung des Wachstums, des Boom-Narrativs, das derzeit ja erstmal lange dominiert hat. Also wenn diese Sorgen berechtigt wären, dann muss ich natürlich auch die Frage stellen nach den Gewinnen der Unternehmen, nach den Umsätzen der Unternehmen. Ist also diese tolle Bilanzsaison, die jetzt erwartet wird und wahrscheinlich auch eintrifft, ist die dann wiederholbar? Im nächsten Quartal werden wir also dann im dritten Quartal ähnlich gute Unternehmensergebnisse sehen, oder haben wir jetzt Peak Growth, Peak Wachstum
Erlebt ist also das Beste längst abgefrühstückt, ohne dass möglicherweise die Preise dann deutlich fallen, also der Inflationsdruck gar nicht so stark nachlässt. Warum? Weil eben vielleicht der Arbeitsmarkt ein nachlaufender Indikator ist, die Lohnanhebungen also später kommen, weil diese ganzen Lieferkettenprobleme sich wahrscheinlich noch in 2022 reinziehen. Gute Frage, das ist also das, was derzeit hier an den Märkten gespielt wird. Immerhin, man spielt jetzt die Sorge, vorher hat man eine geradezu ungebrochene Euphorie gespielt, jetzt hat sich manches geändert. Verantwortlich dafür auch China, eben der Umgang mit den Tech-Konzernen. Heute eigentlich ein chinesisches IPO geplant, abgesagt worden, nachdem wir hier die Vorfälle mit Didi hatten. Also die Regierung in Peking, die macht es ihren Tech-Konzernen nicht gerade einfach. Das ist natürlich ein Unsicherheitsfaktor und wir sehen oben in dieser Grafik, dass dieser Kreditimpuls aus China längst schon negativ geworden ist. Und jetzt in dem Moment, wo die Regierung über eine Erleichterung der Geldpolitik nachdenkt, also versucht die Geldpolitik wieder etwas laxer zu machen, indem man eben die notwendigen Rückstellungen für Kredite etwas absenkt, damit die Kreditvergabe wieder steigt. In dem Moment kriegen die Märkte ein bisschen Panik, weil man sich sagt, warum tun die das? Dann muss es ja mit der chinesischen Konjunktur möglicherweise doch deutlich schlechter bestellt sein. Und das, was aus China kommt, das wird uns nicht ganz kalt lassen können, sondern das wird dann als Impuls eben auch zu uns kommen. Daher die Verunsicherung, eigentlich ja eine gute Nachricht. Oh, die Chinesen lockern die Geldpolitik, müsste normalerweise Grund zur Party sein. Jetzt sagt man sich aber, warum tun die das? Was ist da los? Und wir sehen dann diese Verunsicherung eben bei den Staatsanleihen. Wir haben die 10-jährige US-Staatsanleihe schon gesehen, heute war 1,25%. Das ging alles relativ schnell in letzter Zeit. Oben sehen wir die bunte Rendite jetzt auch wieder deutlich negativ. Es ist der Reflationstrade, diese Hoffnung auf den großen Boom, den nachhaltigen Boom, die hier so ein bisschen gelitten hat. Also da ist zumindest jetzt eben die Frage, liegen da alle falsch? Gibt es da Ungleichgewichte? Wie gesagt, fast alle sind in demselben Trade. Erst war man in dem Reflationstrade Value, dann ist man wieder rüber gewechselt in Growth. Jetzt ist es so, dass man in Growth nicht mehr bleibt, obwohl die Renditen fallen. Das ist also jetzt das neue Mantra. Ein neues Mantra hat auch übrigens die EZB. Neue Strategie, Toleranz einer höheren Inflation. Also wenn die Inflation über 2% dann 2% geht, dann tolerieren wir das. Man hat also einen Plan, vielleicht ist es ein 5-Jahres-, vielleicht ein 10-Jahres-Plan, gell? Wir haben ja da eine Art Notenbanksozialismus, sagen böse Zungen, nicht ich, gell? Böse Zungen sagen das. Jedenfalls interessant auch, dass die EZB offenkundig die Immobilienpreise mit einbeziehen will, wie die Amerikaner das machen, ja, mit der Home Equivalent Rent. Homeowner Equivalent Rent, also die Hausbesitzer, was müssten die eigentlich an Miete zahlen? Und dadurch, dass die Hauspreise ständig steigen, würde man erwarten, dass dann eben auch zumindest teilweise die Mietpreise mitsteigen. Das hat dann inflationären Charakter. Wenn die EZB das machen würde, das mit einbeziehen würde, dann hätten wir gleichzeitig, oder in dem Moment hätten wir eine deutlich höhere Inflation. Das ist eigentlich eine interessante Entwicklung, die sich da abzeichnet, aber jetzt hat man für die Inflation einen Plan. Aber wo ist eigentlich der Plan für einen Ausstieg aus der ultralaxen Geldpolitik? Das ist die ganz große Frage. Hier Lagarde hat heute viel gesagt, aber wenig Inhalt wirklich geboten. Sven Hendrik kommentiert hier bitter. Ja, wo ist denn euer Plan, EZB, Fed oder Bank of Japan? Wo ist denn euer Plan für den Ausstieg aus dieser ultralaxen Geldpolitik? Ihr habt keinen, weil es keinen gibt, weil ihr es nicht machen könnt. Wir sehen an der Türkei, da sind die Zinsen extrem hoch und dennoch haben wir massive Inflation. Also Zinsanhebungen werden das Problem, wenn es denn da ist, nicht wirklich lösen können. Jetzt, Sie sehen ja, das Marktgeflüster kommt heute etwas früher, weil ich nachher dann beschäftigt bin, nämlich mit Boom und Bust diesem Format ab 18.30 Uhr. Und habe ich Sie jemand zum einen Gefallen gebeten? Nein. Habe ich jemals gesagt, zum Beispiel, Sie sollen diesen Kanal abonnieren? Nein, habe ich nicht gesagt, weil ich mir gedacht habe, wem es gefällt, der abonniert es, wem es nicht gefällt, der abonniert es nicht, aber es machen alle anderen, dann klickst du auf die Abonnieren, Abonnieren, machst auch noch die Glocke und so weiter, das ist mir alles irgendwie zu blöd, zu billig. Aber jetzt würde ich Sie gerne um einen Gefallen beten, nämlich guckt heute 18.30 Uhr, Boom und Bust. Dieses neue Format, das wir ausstrahlen werden mit Roland Ulrich. Das Thema ist, das Inflationsgespenst ist zurück. Wer gewinnt und wer verliert? 18.30 Uhr geht das live bei YouTube, bei Finanzmarktwelt.de.
dem YouTube-Kanal, genauer gesagt von finanzmarktwelt.de. Ich packe das unter das Video rein, können Sie gar nicht drüber stolpern in gewisser Weise. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn Sie da mit dabei wären. Wer heute keine Zeit hat, das dürfte so um und bei eine Stunde lang dauern. Wer heute keine Zeit hat, der kann es ja auch noch am Wochenende gucken, wann auch immer. Aber live ist es dann heute ab 18.30 Uhr. Der Link, wie gesagt, ist in der Videobeschreibung. Ich werde ihn vielleicht auch anpinnen, so dass Sie es nicht verfehlen können. Mir wäre es eine Freude. Ich hoffe, es macht auch Ihnen Spaß. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze wird. Jetzt wünsche ich erstmal, dass wir uns um 18.30 Uhr sehen heute ausnahmsweise. Bis dann, Servus und Ciao.